Es gab in Vorkutta, gab es in den End-30er Jahren einen großen Hungerstreik. Es gab kleinere Streiks, aber eigentlich die richtigen, die neuen Streiks begannen nach dem Tod des Stalins. Die politischen Gefangenen hatten ja die Hoffnung auf Amnestie, aber als sich die zunächst nicht erfüllten, weil nur kriminelle Häftlinge oder Häftlinge mit ganz geringen Strafen entlassen wurden, wuchs sozusagen die Unruhe in den Lagern und entlud sich ja im Jahre 53 und 54 in mehreren Gebieten des Gulag-Systems zu Streiks und Aufständen. In Vorkutta war das im Juli 1953 der Fall. Das Lager, in dem ich war, hat zwar nicht gestreikt, sondern nur Pummelarbeit gemacht. Aber sieben andere Lager haben gestreikt und eines ist ja dann zusammengeschossen worden von sowjetischem Militär. Damit war zunächst die Machtfrage geregelt. Aber es gab dann doch nicht nur Erleichterungen im Lagerregime, sondern auch Entlassungen, wie gesagt, von russischen Häftlingen, in deren Gefolge dann eben auch Ende 1953 die ersten Deutschen zurückkehren konnten. Und Sie persönlich sagen, es gab in Ihrem Lager diese Bummelarbeit. Ja, Was bedeutete das? da wurde langsam gearbeitet, nicht? Da wurden die Normen nicht erfüllt, da wurden lange Pausen eingelegt. Da wurden auch, weil so Reparaturen vorgetäuscht, also Schäden vorgetäuscht, die repariert werden mussten. Also man zog die Arbeit in die Länge. Und wie wurde von der Lagerleitung darauf reagiert? Die Lagerleitungen generell reagierten unterschiedlich. Es gab welche, die reagierten sehr hart. Und bei Wandern, die waren eher nachgiebig und versuchten mit gutem Zureden die Lage zu entspannen. Die Situation für die Lagerverwaltung und die Lagerbewachung war ja auch nicht einfach. Nach Stalins Tod wussten sie ja auch nicht, was kommen wird. Sie waren unsicher, wie ihre eigene Zukunft sein wird und wie sie sich verhalten sollten. Und das wirkte sich eben zum Teil negativ auf den einzelnen Lagern, in anderen eher positiv. Und wie war das bei Ihnen? Bei uns war es eigentlich positiv, also es wurden keine harten Maßnahmen gegen diese Pummelei gemacht, sondern eben sozusagen ans Gewissen appelliert, dass sozusagen die Sowjetunion im Aufbau also unsere Kohle dringend braucht und wir die liefern müssen.